Die Dopaminfalle. Die Falle könnte mir gefallen. Da falle ich vielleicht sogar absichtlich rein. Für 3 Milliarden Menschen auf der Welt ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Im Büro? Zu Hause? Was war das, Digga? In der Familie? Wie viel haben die ihm bezahlt, um das zu machen? Und in der Natur. Es ist für viele fast unverzichtbar. Dabei gibt es internetfähige Handys noch gar nicht so lange. Das ist so krass, wenn man drüber nachdenkt. Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Was sich schon verändert hat, seitdem das Internet rausgekommen ist und seitdem es so Smartphones und sowas gibt, PCs, Laptops und so, das ist echt geisteskrank. Das geht alles viel zu schnell. Man kann wirklich nicht abschätzen, wo die Welt in 20 Jahren ist. Weil wenn du mal 20 Jahre zurückgehst, es waren einfach ganz andere Umstände. Es hat sich so viel getan und wenn du überlegst, dass es so sich exponentiell steigert, dieser Wachstum, dieser Fortschritt, weil man jetzt halt diese Technologien hat, mit KI, mit besseren Maschinen und besseren Internetverbindungen und sowas, können wir auch diesen Fortschritt noch schneller vorantreiben und es gibt keinen Stopp. Irgendwie cool und andererseits auch beängstigend. Endlicher Alleskönner. Doch wehe, wenn wir das Smartphone verlieren, irgendwo vergessen, kaputt machen oder auch nur der Akku leer ist. Ein Riesenproblem. Ich würde den Weg nach Hause nicht mehr finden. Ja, das wäre mein größtes Problem tatsächlich. Aber stell dir mal vor, wie viel Sorgen du dir machen würdest um so deine Nächsten. Oder die würden sich die Sorgen um dich machen. Weil was ist, wenn du auf einmal von einer Person 2-3 Tage nichts mehr hörst, weil du hast keinen Kontakt zu ihr, du hast keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Das ist eine Katastrophe. Natürlich wäre das möglich, aber man müsste sich halt wieder krass daran gewöhnen. Da frage ich mich, wie hat man das damals gemacht? Stell dir vor, dein Kind ist draußen und spielt auf dem Spielplatz oder wo auch immer, ist vor der Tür, kommt etwas später nach Hause und du hast keine Möglichkeit, mal anzurufen und zu fragen, wo er ist. Ich muss sagen, in dem Punkt ist das Handy eine Riesenerleichterung. Im Sinne von mal schnell checken, ob es den Leuten gut geht. Denn das Gerät, durch das wir immer und überall erreichbar sind, ist vollgestopft mit Apps, die uns permanent zur Verfügung stehen. WhatsApp zum Kommunizieren. Was sind das für Emojis, TikTok die da geschickt zur Unterhaltung, werden? Facebook. Und sie lacht dann auch noch. Oder LinkedIn. Und Instagram, um unser Ego zu boosten. Nicht zu vergessen Tinder. Für neue Abenteuer. Wie ist diese Allmacht der Apps zu erklären? Warum sind viele fast schon süchtig nach ihnen? 1, 2, 3, go! Weltweit versuchen Forscher herauszufinden, wie die sozialen Medien unser Verhalten beeinflussen. Diese Doku geht aber auch in Richtung Dopaminfalle. Mit der Musik, die sie auswählen, mit dem Schnitt und sowas. Die wollen uns ja auch irgendwie dranhalten und irgendwie so viele Eindrücke, sodass wir gut unterhalten werden und nicht abschalten. Der Teil des Problems, wenn man es Problem nennen kann. Je mehr Likes die Leute bekommen, umso aktiver werden sie. Und umgekehrt. Weil wir Likes, Flammen und Herzchen als Belohnung empfinden, spielt unser Gehirn verrückt. Wahrscheinlich wirken sie auf das Gehirnareal, das für die Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zuständig ist. Ein Risiko für die psychische Gesundheit. In den sozialen Netzwerken sind immer alle schön und erfolgreich. Und das nagt am Selbstwertgefühl. Dieses Phänomen wird durch Algorithmen verstärkt. Unsere Analyse hat dann ergeben, dass die Bilder, die nackte Haut zeigen, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hatten, in den Newsfeeds der Datenspenderin aufzutauchen. Ja gut, das ist doch irgendwo offensichtlich, oder? Liegt wahrscheinlich irgendwo in der Natur des Menschen, nehme ich mal an. Hinter unserem Verhalten in den sozialen Netzwerken steckt ein molekularer Megastar. That feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. Die faszinierende Welt eines Botenstoffes, der glücklich machen kann. Apps sind so konzipiert, dass sie unerlässlich werden. Nur wenn wir das verstehen, können wir die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen. Es gibt ja so diese Dopamin-Detox-Videos, also dass man so alles, was Dopamin ausschüttet, weglässt für eine Weile. Also alles, was so schnell einen Dopamin-Kick gibt. Handy und was gibt's noch? Ja, Essen eigentlich auch. Also so richtig zuckerhaltiges Essen und Junkfood und sowas. Wenn man das weglässt, dann regelt sich dein Dopamin-Level wieder und dann erfreust du dich auch an Sachen, die nicht direkt so einen riesen High auslösen. Weil jetzt gerade sind wir so überschüttet mit Dopamin und wir haben so viele Möglichkeiten, das auszuschütten, dass unser Level wo ganz anders ist. Heißt, normale Aktivitäten, die uns nicht direkt belohnen, sind für uns extrem uninteressant. Wenn ich jetzt einer Tätigkeit nachgehe, die mir erst diesen Dopaminkick nach Wochen gibt, dann werde ich mich vielleicht doch eher für einen schnellen Dopaminkick entscheiden. So mein Handy zum Beispiel. Obwohl mein Handy nicht unbedingt, aber vielleicht, keine Ahnung, ein Kuchen. Das weiß ich. Aber so in die Richtung, ihr wisst schon.
Kalifornien, in der Nähe von San Francisco, im Herzen des Silicon Valley. Ein Hotspot der Tech-Konzerne. Und mittendrin die renommierte Stanford University. Sie arbeitet eng mit ansässigen Unternehmen zusammen. Unter all den digitalen Startups gibt es hier auch... Ja, man merkt sehr, welche Zielgruppe diese Doku ansprechen soll. Finde ich irgendwie ein bisschen ungewöhnlich für Arte, ehrlich gesagt, der Stil von der Doku. Auch ein Labor für Verhaltensforschung. Dessen Leiter Brian Jeffrey Fogg hat 1996 eine neue Disziplin erfunden. Oh, der Buchstabe O hat sein Leben gerettet. Herr Fogg hätte auch anders ausgehen können. Die Captology, der deutsche Fachbegriff heißt Rechnerüberzeugung. Ich werde aus Ihnen Genies der Verhaltensänderung machen. Das wird schwer, aus mir ein Genie zu machen, aber gib dein Bestes. Computerprogramme das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Okay, you ready? Fogg vermittelt seine Techniken in Kursen, Vorträgen und Workshops. Sie inspirieren seit über 20 Jahren eine ganze Generation von App-Designern. Ich erkläre Ihnen in 2 Minuten meine Methode. Sie heißt Focus Mapping. Ich nenne es Behavior Grid. Das bedeutet, ich bin toll. Emotionen schaffen Gewohnheiten. Das neueste Modell basiert auf dem Gefühl des Erfolgs. It's gonna be a great day. Meine Maxime lautet, hilf den Leuten, sich erfolgreich zu fühlen. Ja, das gilt auch für Produkte oder Dienste wie Instagram. Es gibt dann halt wieder Tätigkeiten, die sind erfolgsversprechend, aber da musst du erstmal viel Arbeit reinstecken und der Erfolg kommt erst irgendwie zeitversetzt nach Wochen. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen direkt Erfolg. Heißt, wenn wir ein Video posten im Internet, dann geht es entweder direkt viral und wir kriegen die Bestätigung oder es floppt halt. Also wir kriegen direkte Rückmeldungen. So Sachen wie studieren, in die Schule gehen, sich irgendetwas beibringen, zu zeichnen, zu malen, ein Instrument. Moment, da kriegst du die Bestätigung erst ziemlich spät, weil du musst erstmal viel Arbeit reinstecken, bevor irgendwas funktioniert. Und wenn wir halt die Wahl haben, dann nehmen wir lieber das, was uns schnell befriedigt und schnell Rückmeldungen gibt. Was aber nicht immer besser ist, langfristig gesehen vor allem. Okay, also scheinbar macht Dopamin gute Laune. Um dem etwas entgegenzuwirken, könnt ihr einfach meinen Tischkalender für das Jahr 2025 kaufen. Der hier macht mit Sicherheit keine gute Laune, sondern im Gegenteil. Dieses Jahr wird besser, in Klammern wird es nicht. Jeder Monat ist mit einem Spruch versehen, der euch deprimieren soll. Wie zum Beispiel hier, reife nicht nach den Sternen, reife lieber zur Kündigung. Der Spruch gefällt mir besonders gut. Also wenn ihr Interesse habt, guckt unten in der Beschreibung. Dort ist er verlinkt. Instagram, eine App, die 2006 in einem von Fogg's Kursen erfunden wurde. Ein Grund für ihren Erfolg waren die Filter. Plötzlich fühlten sich alle wie große Fotokünstler. Sie hatten sofort ein Erfolgsgefühl. Und Erfolg generiert Gewohnheit. Genau das ist der Schlüssel bei der Entwicklung von Apps oder Diensten. Ja. Im Endeffekt geht es darum, uns so süchtig wie möglich zu machen. Das ist aber bei allem so, bei jedem Produkt. Die Kunden, die immer wieder kaufen und bleiben, das sind die besten Kunden. Und egal bei was. Und dann gibt es so Leute, die diesen Firmen vorwerfen, oh nein, sie nutzen unsere Psychologie gegen uns, um uns süchtig zu machen. Jeder macht das. Keiner kann sich davon freisprechen. Den Entwicklern Fogg's Lehren auf unsere heißgeliebten Handy-Apps zu übertragen. Also zumindest die Firmen, die so wirtschaftlich konkurrieren wollen mit den anderen. Und das sind natürlich fast alle Unternehmen. Ich meine, ein Unternehmen macht es ja aus, dass sie Profit erwirtschaften wollen. Ah, da haben wir es, Essen. Obwohl, die haben, glaube ich, das Handy gemeint. Mit Belohnungen. Auf Facebook sind es Likes. Auf Snapchat Flammen. Auf Instagram Herzchen. Für Uberfahrer Medaillen. Und auf Tinder Matches. Mhm. Die gibt es aber nicht nur, weil sie irgendwie schick aussehen, sondern vor allem, weil Belohnungen beim Erlernen neuer Verhaltensweisen eine entscheidende Rolle spielen. Die wissenschaftliche Theorie dazu stammt aus den 1940er Jahren vom amerikanischen Psychologen Burris Frederick Skinner, einem der bekanntesten Vertreter des Behaviorismus, der Verhaltensforschung. Skinner führte folgendes Experiment durch. Er setzte eine Taube in einen Kasten mit einer Pickscheibe und einem Futterspender. Ziel war es, der Taube ein neues Verhalten beizubringen. Nämlich die Scheibe zu berühren. Anfangs löste sie den Mechanismus zufällig aus und aus dem Spender fiel Futter. Ja.
Und noch einmal. Und wieder bekam sie ein Körnchen. So lernte die Taube nach und nach, gezielt gegen die Scheibe zu picken. Skinner schloss daraus: Ist es eine echte Taube? Oder ist es eine Attrappe? Verhalten lässt sich über Belohnungen, sogenannte Verstärker, beeinflussen. Und genau die sind auch der Schlüssel für App-Designer. Durch Belohnungen bringen sie uns dazu, eine App öfter und... Was war das jetzt für ein Experiment? Also, du musst einen Knopf drücken, die Taube, damit sie an Essen kommt. Womit beweist es jetzt, dass dieses Belohnungssystem, weil, okay, Essen ist auch eine Belohnung, aber Essen ist ja auch so ein Grundbedürfnis von jedem Lebewesen. So, natürlich, um zu überleben, drückt die Taube auf diesen Knopf, dann ist ja klar. Aber hätte man nicht irgendwas nehmen können, was der Taube vielleicht Spaß macht? Irgendwas, was Tauben Spaß macht, was man testen könnte? Skateboard fahren vielleicht. Ich habe schon mal eine Taube gesehen, die Skateboard gefahren ist. Also, sie saß auf dem Skateboard, während es gefahren ist. Das kann ich, also, sie hat es nicht selber angestoßen. Und länger zu nutzen. Aber funktionieren Likes und Herzchen tatsächlich wie ein Futterkorn bei Skinners Taube? Interview Premier. Wahrscheinlich, ja. Ähnlich. Ich habe schon mal von einem Experiment gehört, das ist wahrscheinlich komplett erstunken und erlogen, dass irgendwie Mäuse, also deren Dopaminrezeptoren wurden angezapft und die konnten mit einem Knopfdruck sozusagen diesen Rezeptor befriedigen, sodass Dopamin ausgeschüttet wird. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, das klingt irgendwie unmöglich. Diese Mäuse haben so lange diesen Knopf gedrückt, bis sie gestorben sind. Die haben nichts anderes mehr gemacht. Kann das sein? Ich glaube, ich habe da einer Lüge zu viel Gehör geschenkt. Aber wenn es so einen Knopf geben würde, dann würden wir den wahrscheinlich so lange drücken, bis es endet. Mich interessiert, wie Menschen durch soziale Interaktion lernen. Wir lernen, indem wir Verhalten beobachten und durch die Reaktion anderer auf uns. In dem Zusammenhang untersuche ich auch das Verhalten der Nutzer in den sozialen Medien. In einem Online-Experiment hat Lindström den Effekt von Likes nachgewiesen. Es ist zwar eine verbreitete Annahme, dass das Nutzerverhalten in den sozialen Medien irgendwie mit Belohnungen zusammenhängt, aber ich fand schnell heraus, dass es dafür eigentlich keinerlei Beweis gab. Also entwickelten wir einen Kontrollversuch auf einer Instagram-ähnlichen Plattform, bei der wir die Zahl der Likes manipulieren konnten. Die Nutzer konnten sich lustige Inhalte anschauen und selbst welche posten. Und wir steuerten die Zahl der Likes, die sie für ihre Posts erhielten. Dabei stellten wir fest, je mehr Likes sie bekamen, desto aktiver wurden sie. Und umgekehrt. Bei mehr Likes reagierten sie schneller, bei weniger langsamer. Ja. Fazit? Je mehr Likes wir ernten, desto häufiger posten wir. Guck, das heißt genau, dass wir, wenn wir so kurzfristige Rückmeldungen bekommen, vor allem positive, dass wir dann direkt weitermachen. Aber wenn du jetzt weiter posten würdest, lange und viel, würdest du ja trotzdem irgendwann zum Erfolg kommen. Also würdest du trotzdem irgendwann besser werden und dann klappt es auf einmal, dann kriegst du doch viele Likes. Aber die meisten geben vorher schon auf und machen langsamer. Das ist der Unterschied. Aber man kann alles zum Erfolg führen, wenn man lange genug dabei bleibt. In der Hinsicht muss man sich unterscheiden von anderen und die Disziplin haben und trotzdem weiter versuchen. Die anderen werden aufgeben, weil die Belohnung nicht passt oder weil die von Anfang an nicht gut genug sind. Das ist wie wenn du dir was Neues beibringst. Wie gesagt, ein Instrument. Am Anfang wird jeder scheiße sein und die meisten geben auf. Gitarre lernen zum Beispiel. Aber du gibst nicht auf, weil du hast die Disziplin und zwingst dich durch diese Scheißzeit durch, wo du keine Belohnung und keine Rückmeldung bekommst. Keine positive. Und dann am Ende, irgendwann kriegst du dann die Belohnung. Und da werden viel weniger Leute sein, da an diesem Ende, weil kaum jemand sich diesen Weg gibt bis dorthin. Das ist so eine mühsame Erklärung irgendwie. Und umgekehrt. Also funktioniert ein Like in der App letztlich ähnlich wie ein Futterkorn beim Taubenexperiment. Ich glaube, das ist keine echte Taube. Also ich habe noch nie eine Taube gesehen mit einem Handy in der Hand. Daher sind wir uns zu 99% sicher, dass soziale sicher. Netzwerke nach den Prinzipien des Behaviorismus konzipiert werden. Aber was passiert in unserem Gehirn, wenn wir ein Herzchen erhalten? Zu dieser Frage haben die Forscherinnen Lauren Sherman und Patricia Greenfield ein Experiment durchgeführt mit dem Titel Die Macht des Likes.
Guck mal, ich kann ja aus der Position sprechen. Ich habe Millionen von Likes bekommen und das soll jetzt kein Flex sein. Ich will einfach nur erklären, warum ich jetzt auf diese Schlussfolgerung komme. Aber es gibt bestimmt Leute, die kennen mich jetzt nur von YouTube zum Beispiel, auf TikTok, auf Instagram und sowas. Habe ich insgesamt wirklich 100 Millionen Likes wahrscheinlich schon insgesamt erhalten. Und man stumpft mit der Zeit ab und gewöhnt sich daran und das hat auch irgendwann keinen Wert mehr. Also jemand, der nichts damit zu tun hat und der jetzt ein Video postet und auf einmal, keine Ahnung, 10.000 Likes bekommt, für den wird das mit Sicherheit ein richtig krasses Gefühl sein, aber das wird sich hier legen mit der Zeit. Und man will immer mehr und dieses Dopaminlevel passt sich an. Also das schüttet nicht mehr dasselbe Dopamin aus wie am Anfang. Man braucht immer einen größeren Kick. Ist so wie mit einer Droge halt. Dafür legten sich Probandinnen in ein MRT-Gerät, das ihre Gehirntätigkeit abbildete. Nun konnten sie in einer Instagram nachempfundenen App Fotos posten und Likes erhalten. Schnell zeigte sich, dass die Likes eine ganz bestimmte Gehirnregion aktivierten. Nämlich sowohl das Striatum als auch den präfrontalen Kortex. Zusammen bekannt als das Belohnungssystem im Gehirn. Aber wieso stimuliert ein virtuelles Daumenhoch- oder Herzchensymbol eine Hirnregion, von der bisher bekannt ist, dass sie zum Beispiel beim Glücksspiel aktiviert wird? Oder bei Süßigkeiten? Ehrlich, die Doku ist mir ein bisschen zu lebendig. So, es sind mir zu viele Sounds links, rechts und sowas. Das überlastet mein Gehirn. Alle Menschen haben ein Interesse an sozialen Kontakten. Das ist nichts, was wir lernen müssen. Das ist sozusagen angelegt. Kinder kommen auf die Welt, können viele Dinge nicht alleine schaffen und sind auf soziale Unterstützung angewiesen. Und von wusstet ihr, dass ich mit einem Schnurrbart auf die Welt gekommen bin? Das Lustige ist, es werden mir wahrscheinlich manche Menschen sogar glauben jetzt. Und an die Leute, die mir das geglaubt haben, ihr widerlichen, diskriminierenden Wesen. Weil ich Südländer bin, war ich nicht schon immer behaart. Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt, wisst ihr. Daher macht es Sinn, dass unser Gehirn ausgestattet ist mit einem Mechanismus, der dafür sorgt, dass wir immer in diese soziale Interaktion auch reinkommen wollen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist soziale Interaktion extrem wichtig. Das ist ja die Sache, dass wir als Menschen im Laufe der Geschichte einfach gemerkt haben, okay, sozial zu sein bringt uns voran, wir können mit anderen handeln, uns geht's besser, wir sind sicher, weil wir in einer Gemeinschaft leben und unser Gehirn belohnt uns dafür, wenn wir in der Gemeinschaft gut ankommen, dann fühlen wir uns sicher. Das löst so eine Sicherheit in uns aus. So, ja, okay, dein Überleben ist gesichert, weil die Leute mögen dich. Du hast Vorteile dadurch. Und wenn wir Likes bekommen oder Leute unserer Meinung sind, öffentlich, dann löst es wahrscheinlich genau das aus. Also, wir kriegen das Gefühl, okay, wir sind akzeptiert. Und das ist nochmal ein zusätzliches Überleben Sicherung sozusagen für uns als Mensch, rein evolutionär betrachtet. Das ist meine Erklärung als Professor. Und es war aber unklar, was genau passiert dabei eigentlich im Gehirn. Und deswegen haben wir die Studie durchgeführt und haben uns besonders eben auch für das Phänomen der gemeinsamen Aufmerksamkeit interessiert. Also was passiert eigentlich, wenn zwei Personen sich gemeinsam etwas anschauen? Da es technisch kaum möglich ist, die Hirn... Das ist ein menschlicher Kopf. Sieht irgendwie anders aus. Also hier vor allem diese Partie, die Mundpartie, so. Das hätte ich mal zusammengeschnürt. Der Übergang von der Nase zum Mund auch. Um Aktivität zweier Personen gleichzeitig zu messen, hat sich der Wissenschaftler einen Versuch ausgedacht, bei dem die soziale Interaktion imitiert wird. Im MRT sieht die Versuchsperson auf einem Bildschirm ein Gesicht, das über die Augen mit ihr interagiert. Durch Blickkontakt soll die Versuchsperson das Gesicht dazu bringen, ein Quadrat anzusehen, das, wenn es ihr gelingt, blau leuchtet. Was für uns sehr überraschend und interessant war, ist, dass diese Art von Verhalten und auch diese Koordination des Blickes von zweier Menschen sehr stark mit der Aktivität im Belohnungssystem des Gehirns zu tun hat. Das sind diese Regionen, die hier so gelb gezeichnet sind, dass die besonders aktiv sind in der Situation, wo es dem Versuchsteilnehmer gelingt, den Blick der anderen Person zu lenken. Das scheint so eine soziale Belohnung zu sein. Also umso stärker das Belohnungssystem aktiv wird, umso angenehmer und schöner finden die Probanden die soziale Interaktion. Der Kontakt mit anderen aktiviert das Belohnungssystem und erzeugt Wohlbefinden. Ein ganz wesentlicher Mechanismus,
sowohl im wirklichen Leben als auch in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied, was diese Belohnungsprozesse im Gehirn angeht. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass bestimmte Apps und das Handy wie so eine Art digitaler Schnuller oder eine digitale Beruhigung ist. Also, das ist wirklich ein sehr interessanter Vergleich. Mein Handy ist ein digitaler Schnuller. Irgendwie ein sehr treffender Vergleich. Ich wünschte nur, dass ein digitaler Schnuller genauso günstig wäre wie ein normaler Schnuller. Das ist halt so das einzige Problem. Weil das ist sozusagen ein soziales Feedback, was immer verfügbar ist. Egal, wo ich bin. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist erstmal etwas, was für Menschen sehr attraktiv ist und beruhigend. Ein Sozialkontakt in der App hat also denselben Effekt auf unser Gehirn wie eine reale Interaktion. Diese Gehirnregionen sind eben besonders stark mit dopaminären Neuronen versehen. Ja? Also das heißt, dass solche Aktivitätsveränderungen, ja, die wir zeigen konnten, tatsächlich auch mit Veränderungen und Ausschüttung von Dopamin im Zusammenhang stehen. Dopamin, aha, das Supermolekül. Kann man sich Dopamin nicht irgendwie spritzen oder so, eine Tablette einnehmen, eine Dopamintablette? Oder würde das uns kaputt machen auf Dauer? Jeden Tag, wenn wir so schlecht drauf sind und so einfach ein bisschen Dopamin geben und sowas. Klingt irgendwie voll simpel. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass das möglich ist. Das hat bestimmt irgendwelche Nachteile. Deine Hoden schrumpfen oder sowas. Weil irgendwie alles, was gut ist auf der Welt, davon schrumpfen deine Hoden. Anabol, Steroide. When you get a like on social media, all of those experiences produce dopamine. La dopamine, appelée parfois l'hormone du bonheur, impliquée dans l'amour, le plaisir, mais aussi l'addiction. The brain releases dopamine when you do things that feel good. Et c'est l'hormone du plaisir. Plus vous en avez, mieux vous vous sentez. That feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. Was ist das für ein magisches Molekül, das angeblich glücklich macht, aber auch süchtig? Und das offenbar eine Schlüsselrolle in unserem Verhalten spielt. Die Übersetzung war wirklich sehr wichtig. Das hätten wir nicht erahnt ohne die Übersetzung, was das hier bedeutet. Besiglieren, Matthias. Matthias, Interview, Prise 1. Man hört oft, Dopamin sei das Hormon der Lust. Manchmal liest man auch Formulierungen wie das Glückshormon oder das Empathiehormon. Ich wünschte, ich wäre so stark wie er, so selbstbewusst. Jemand, der mit einer Monobraue rumlaufen kann, das ist wirklich so das ultimative Level an, ist mir wirklich egal, was ihr denkt. Oder findet ihr nicht? Weil die Lösung dafür wäre eigentlich ziemlich einfach, so du zupfst halt oder was auch immer du machst damit. Aber er macht es nicht, weil mir ist das egal, was ihr denkt. Die ultimative Freiheit, die er erreicht hat damit. Eines Tages, mein Freund, da werde ich auch da sein, wo du bist. Gesetzt zu sein, denn das ist doppelt und dreifach falsch. Zum einen ist Dopamin kein Hormon und zum anderen hat es nichts mit Lust zu tun, sondern mit Belohnung. Uns Neurowissenschaftler interessiert weniger die Situation der Belohnung, sondern das, was wir den ersten Prädiktor für die Belohnung nennen. Ein Beispiel. Ich bin ein Affe, der Früchte liebt. Ich wandere durch den Wald auf der Suche nach Früchten. Ich folge einem Fluss, komme an eine Gabelung. Ist das jetzt ein fiktives Szenario oder ist er wirklich ein Affe? Und da, am Ufer, erblicke ich eine herrliche Bananenpflanze. Dieser Anblick löst Dopaminausschüttung aus. Das hat zwei Effekte. Erstens generiert es einen Drang. Ich klettere auf den Baum und hole mir die Bananen. Zweitens verstärkt es all die Eselsbrücken, die ich mir unterwegs gebaut habe. Ich merke mir zum Beispiel, nach dem Felsen rechts abbiegen. Mein Verhalten wurde verstärkt. Ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich das nächste Mal an der Flussgabelung stehe, fällt mir die Entscheidung also leichter, weil der Schaltkreis bereits angelegt und durch das Dopamin verstärkt wurde. Durch den Motivations- und Lerneffekt reagiere ich beim nächsten Mal schneller. Auch beim Smartphone erfolgt der Dopaminschub nicht im Moment der Belohnung, sondern unmittelbar davor. Das Belohnungssystem im Gehirn wird aktiv. Neuronen im mesolimbischen System produzieren Dopamin,
das anschließend zu den Rezeptorneuronen im Striatum und präfrontalen Kortex gelangt. Und das führt am Ende unausweichlich dazu, dass wir beim Anblick unseres Smartphones jedes Mal sofort nachschauen müssen, ob eine der Apps eine Belohnung bereithält oder nicht. Denn damit wir die Apps immer öfter nutzen, haben die Entwickler ein... Wenn ich so zum Beispiel an die Anfangszeit denke, als ich Videos hochgeladen habe, auf TikTok und sowas, dieses Gefühl, die App aufzumachen und zu gucken, wie sich die Zahl und die Aufrufzahl von dem Video verändert hat, das war schon krass, das Gefühl. Wenn du so auf einmal gesehen hast, okay, das geht viral, das hat Aufrufe gemacht und so. Ein schwer zu beschreibendes Gefühl. Bartes Mittel entdeckt, das süchtig macht. Die variable Belohnung. Boah, da sehe ich mich, ja. Bonjour. Also ich will Casino spielen und so Automaten nicht gut reden, aber Leute, es macht schon sehr viel Spaß. Was soll ich dazu sagen? Also Casino selbst nicht unbedingt, aber diese Spielautomaten, oh mein Gott. Egal, wer die erschaffen hat, der hat es genau richtig gemacht, um uns das Gefühl von Belohnung zu geben, wirklich. Da steckt so viel Psychologie dahinter, das muss man irgendwo respektieren, auch wenn es viele Menschen in den Abgrund getrieben hat. Also es zockt nicht, ich will euch nur sagen, es macht so viel Spaß, dass ihr daran kleben bleibt und hängen bleibt. Deswegen lasst es. Okay, macht es nicht. Wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, oh, es ist so scheiße und schlimm, es macht keinen Spaß. Lasst es nicht an, sondern es macht so viel Spaß, dass ihr es nicht mehr loslassen wollt. Deswegen fangt ihr es gar nicht an damit. Ist euer Ende. Oder euer Anfang, wenn ihr gewinnen solltet. Macht Spaß. Ihr werdet natürlich mal gewinnen, aber im Großen und Ganzen werdet ihr verlieren. Und ihr werdet dann eure Frau verlieren, dann werdet ihr euer Leben verlieren. Und das kann man noch verlieren. Das ist, glaube ich, alles, was man verlieren kann. Wir nennen das Verstärkung. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten. Es gibt zwei Arten von Situationen. Bei der einen folgt auf ein Verhalten eine Belohnung. Das ist die kontinuierliche Verstärkung. Auf eine Handlung folgt prompt der Verstärker. Und dann gibt es noch die Situation, dass auf ein Verhalten manchmal eine Belohnung folgt. Das ist die intermittierende, die unterbrochene Verstärkung. Ah, das ist noch schlimmer. Es staut sich also an. Die Belohnung. Das ist genau bei den Spielautomaten der Fall. Und genau so funktionieren Apps. Sie belohnen dich nicht jedes Mal. Ja, ja. Und weil die Art der Belohnung variiert und nicht immer eine Belohnung folgt, wird das Verhalten länger aufrechterhalten. Nicht nur Likes funktionieren als variable Belohnung. Man kann auch das allersüßeste Video entdecken. Oder einen potenziellen Partner. Oder auch eine mega wichtige Nachricht. Wie eine gebrauchte Panflöte im Top-Zustand. Also du setzt dich jetzt vors Handy und dann tust du so, als würdest du dich über richtig über etwas freuen. Er hat mit Erfolg teilgenommen. Es war ein Versuch, es war nicht der beste Versuch, aber wir wissen zumindest, was er damit meint. Jede Menge Inspiration. All diese unerwarteten Glücksmomente fungieren als intermittierende Verstärker und bringen uns dazu, die Apps noch häufiger zu nutzen. Durch die Wiederholung wird das Verhalten zur Gewohnheit. Und eine Gewohnheit ist weniger von der Aussicht auf eine Belohnung gesteuert, sondern durch das, was vorher passiert. Deshalb greifen in der U-Bahn immer alle sofort zum Handy. Aha. Also bei uns in Frankfurt greifen die zu einem Klappmesser eher. Aber ja, das Handy ist so das Zweite, wozu hier gegriffen wird. Sie schauen nicht aufs Handy, um eine Nachricht, die Zeitung oder sonst was zu lesen, sondern weil sie in der U-Bahn sind. Das Verhalten wird also durch die Situation ausgelöst. Oder anders gesagt, ich reagiere auf die Situation. Bei vielen Nutzern ist der Auslöser dafür, zum Handy zu greifen, irgendwann nicht mehr die mögliche Belohnung, sondern die Umgebung. Das Verhalten ist zur Gewohnheit geworden. Die App-Entwickler manipulieren das Nutzerverhalten auch bewusst, indem sie Benachrichtigungen senden. Deswegen Benachrichtigungen immer ausschalten, Leute. Lasst euch nicht manipulieren. Ist ja was Neues auf Facebook, auf TikTok, auf Insta, das ich anschauen muss. Ich hasse Benachrichtigungen, wirklich. All diese Benachrichtigungen zielen darauf ab, ein bestimmtes Verhalten auszulösen. Es pinkt oder blinkt, also sofort in die App. Sie setzen auf den Gewohnheitseffekt.
Der stellt sich völlig unbewusst und unaufhaltsam ein. Also auch ganz ohne Belohnung setzen wir das angewöhnte Verhalten fort. Wir scrollen pausenlos durch unseren Newsfeed, obwohl dort seit Stunden nichts Interessantes passiert. Das erklärt vermutlich das stimmt, auch, ja, warum die Zeit, die wir am Smartphone verbringen, von Jahr zu Jahr steigt. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie auf TikTok oder auf Instagram Reels runterscrollt und dann wollt ihr wieder hoch zu einem Video, das ihr schon gesehen habt, weil ihr es euch nochmal angucken wollt oder ihr wollt jetzt speichern oder was auch immer, dann scrollt ihr und dann merkt ihr erst, wie weit ihr eigentlich runtergescrollt seid. Das Video ist einfach so etliche Kilometer entfernt. Also man verliert wirklich den Bezug zur Zeit, wenn man das macht. Auf der Suche nach dem nächsten guten Video, obwohl nur jedes 10. Video gefühlt gut ist. In Frankreich und Deutschland beträgt die Bildschirmzeit 3,5 Stunden pro Tag. Sie ist in 2 Jahren um 1 Stunde gewachsen. Oh. In den USA liegt sie bei 4 Stunden und damit über der Fernsehzeit. Der Fernseh ist tot. In Brasilien sind es sogar 5,5 Stunden. Das ist ein Drittel der gesamten Wachzeit. 2 Drittel dieser Zeiten entfallen auf soziale Medien. Das die Bildschirmzeit steigt weltweit, auch weil sich die Nutzer damit oft völlig verschätzen. Das gilt vor allem für TikTok. Eine App, mit der man Videos produzieren und ansehen kann. Und auf der die Nutzer, seltsamerweise, meistens länger bleiben, als sie es vorhatten. Camera B is rolling. Okay. Murray, take one soft sticks. Wir haben alle schon mal eine Stunde am Handy geklebt und darüber die Zeit vergessen. Nein, ich noch nie. Du hast keine Ahnung, was ich privat mache. Woher willst du wissen, dass wir das alle machen? Sprich bitte von dir in Zukunft, wenn du sowas sagst. Immer wenn mein Freund mich auf TikTok erwischt, fragt er, was schaust du dir an? Meine Antwort, keine Ahnung. Auf TikTok wischst du wie im Rausch von Video zu Video, ohne sie wirklich anzusehen. Also haben wir uns gefragt, wenn wir dabei keine Erinnerung aufbauen, warum hängen wir dann stundenlang am Handy? Merken wir vielleicht deshalb gar nicht, wie die Zeit vergeht? Um herauszufinden, wie Erinnerungen unsere Zeitwahrnehmung beeinflussen, sollten sich unsere Probanden Videos auf TikTok ansehen. Oh, please watch the following video completely. Die müssen das ganz angucken, oh Gott, was ein Albtraum. Also die können ja keine schlechten Videos dann skippen. Das könnte ich mir nicht geben. Wäsch dein Eis. Die Versuchspersonen mussten regelmäßig schätzen, wie lange sie schon auf TikTok sind. Oh, ein Cookie, egal. Nee, der ist nicht so gut. Nein. Anschließend wurden sie gefragt, an welche Videos sie sich erinnern. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass unsere Zeitwahrnehmung tatsächlich von Erinnerungen beeinflusst wird. Je mehr Erinnerungen wir aufbauen, desto mehr Zeit scheint uns vergangen. Je weniger Erinnerungen wir aufbauen, desto kürzer erscheint uns die verstrichene Zeit. Mhm. Das ist auch so, zum Beispiel in der Schulzeit damals, als wir alle noch jung waren, 8., 9. Klasse und sowas, da kam uns ein Jahr extrem lange vor. Die Schulferien kamen uns lange vor, weil immer so viel passiert ist. Man war so aktiv, lebendig, man ist rausgegangen, mit Freunden getroffen, in der Schule ist jeden Tag viel passiert. Aber irgendwann, in einem gewissen Alter, wenn du so deine Routine hast, ab 25, was auch immer, und arbeitest, jeder Tag ist exakt gleich, es passieren nicht viele neue Sachen, du verbindest damit keine großen Emotionen, es ist einfach nur wie so ein Prozess, der sich immer wieder wiederholt und diese Zeit streicht extrem schnell. Und dann kriegst du irgendwann das Gefühl, dass die Jahre verfliegen. Und das hat man dann irgendwann, wenn man erwachsen ist. Deswegen muss man eigentlich diese Jahre mit Erinnerungen und Emotionen füllen. Aber stattdessen sitzen wir zu Hause rum und befriedigen uns selbst ab und zu. Erinnerung fungiert also nicht nur als Messinstrument von Zeit, sondern auch von Bedeutung. Ich glaube, im Laufe der Evolution hat unser Gehirn ein System entwickelt, das für wichtige Dinge eine Erinnerung ablegt.
Ich erinnere mich, dann war es wohl wichtig oder nützlich. Ja, ja. Oder ich hab's gehasst. Auch eine sehr starke Emotion. Wenn ich etwas hasse, werde ich mir das auch merken, damit ich es in Zukunft meide einfach. Der Grund, warum ich es hasse. Vielleicht ist es für mein Leben irgendwie schädlich. Oder eine gewisse Person. Dass wir mehr Zeit auf TikTok verbringen als geplant, liegt also daran, dass unser Gehirn die Videos als unwichtig aussortiert. Und deshalb erinnern wir uns nicht daran. Heutzutage gibt es integrierte Nutzertools, um die eigene Bildschirmzeit zu kontrollieren. Das eine ist die vertrödelte Zeit. Aber ist es am Ende gar problematisch, viel Zeit am Smartphone zu verbringen? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sehr viel am Handy bin, um ehrlich zu sein. Ich gucke immer mal kurz drauf, aber dass ich mal so längere Zeit drauf bin, eher nicht. Also mittlerweile nicht mehr so. Boah, das ist krass. Das hätte ich echt nicht erwartet. Sieht man das? Heftig, oder? Ich war noch nie an meinem Handy. Das ist unglaublich. 0 Minuten. Ich habe es bisher nicht aktiv, deswegen. Also der misst erst ab jetzt. Guck mal in Zukunft. Kurzer Französischunterricht. Le temps passe. Das heißt, die Zeit passt. Die Zeit ergeht. Die Zeit läuft so mäßig. Alle zufrieden? Prima. Ist der Ton okay? Alles bestens. Wie viel Zeit wir am Smartphone verbringen, variiert sehr stark. Die einen nutzen es 10 Stunden am Tag, ohne dass es schädlich ist, weil sie es gezielt zum Lernen oder Arbeiten verwenden oder für E-Mails. Stimmt, das gibt's auch. Andere nutzen es vielleicht Leute, die nur 2 Stunden am Tag, aber auf eine problematische Weise, außergewöhnlicher Gedanke. Sagen wir als Strategie, um sich von Problemen abzulenken oder Gefühle zu betäuben. Die Zeit am Handy ist also nicht der beste Indikator für eine problematische Nutzung. Entscheidender ist, wie und aus welcher Motivation heraus wir das Smartphone gebrauchen. Die Wissenschaft unterscheidet 2 Nutzungsarten. Die aktive und die passive Nutzung. Bei der aktiven Nutzung beteiligen sich die User an der Produktion von Inhalten. Sie posten Videos oder bearbeiten Fotos und stellen sie online. Manche trainieren stundenlang hochkomplizierte Tänze. Ja, tut mir leid. Also ich muss sagen, ja, die Tänze sind teilweise kompliziert. Die Leute stecken wirklich viel Mühe rein. Das sieht nicht so aus. Man sieht ein Video und TikTok-Tanz und denkt sich, ja, es sind auch immer Kommentare mit, ja, hat keine Talente und untalentiert und sonst kannst du nichts im Leben. Und so sind einfach so irgendwelche Hater. Da steckt schon viel Arbeit dahinter. Ich weiß nicht, ist trotzdem lustig, wenn man dazu hochkomplizierte Tänze sagt. Hochkompliziert würde ich sie nicht nennen. Sind nicht einfach zu lernen. Ja, okay. Hochkomplex. Die haben ein Studium daraus gemacht aus dem Tanz. Betreiben einen YouTube-Kanal mit Omas Kuchenrezepten. Bei der passiven Nutzung scrollen sie wahllos durch Inhalte, ohne selbst beteiligt zu sein. Das ist verschwendete Zeit am Ende des Tages. Wir haben herausgefunden, dass die aktive Nutzung generell mit positiven Erfahrungen verbunden ist, während die passive Nutzung eher negativ erlebt wird. Nicht nur die Dauer, sondern vor allem die Art der Nutzung verrät also, ob ein Handyverhalten problematisch ist oder ob man gar von einer Sucht sprechen kann. Eine aktuelle Studie in der Fachzeitschrift Frontiers in Psychiatry stuft 42% der Teilnehmer unter 21 als handysüchtig ein, gegenüber 34% der 22- bis 25-Jährigen. Und 28% der über 26-Jährigen. Woran liegt das? Weil die 26-Jährigen sind ja auch mit dem Handy aufgewachsen, die sind ja auch aus der Generation. Heißt, umso älter man wird, umso mehr entfernt man sich vom Handy. Oder man ist zu sehr beschäftigt mit anderen Sachen oder hat keinen Nerv dafür, warum auch immer. Familie, Arbeit. Der Trend gefällt mir aber, um ehrlich zu sein. Aber ja, bei Kindern ist es krass. Weil die sind nochmal ihren Trieben vielleicht nochmal mehr ausgeliefert, so den Dopamin-Kicks. Die haben noch nicht die Disziplin, die haben noch nicht den Überblick über solche Sachen, dass sie sich da im Griff haben können die ganze Zeit. Die sind halt so, was das angeht, ein bisschen schutzlos. Wenn da was blinkt und cool ist und sowas, dann müssen die Teil davon sein. Und erwachsen wirst und älter, dann gewinnst du vielleicht ein bisschen Kontrolle zurück. Blamierende Zahlen.
Allerdings ist der Begriff der Sucht in Verbindung mit Smartphones oder Social Media in der Forschung umstritten. Eine Sucht ist eine psychische Erkrankung, die in den Diagnosehandbüchern aufgeführt ist. Und da die Handysucht bislang noch in keinem einzigen Handbuch steht, können wir sie auch nicht offiziell diagnostizieren. Wir wissen allerdings, dass die Handysucht tatsächlich eine Minderheit von Personen betrifft, die infolge ihres Nutzungsverhaltens die klassischen Suchtsymptome zeigen. Toleranz. Sie verbringen also immer mehr Zeit am Handy. Okay, weil sie nicht mehr genug bekommen. Stimmungsverbesserung. Sie nutzen ihr Handy, um Gefühle zu betäuben. Starkes Verlangen. All ihre Gedanken kreisen um Smartphone. Okay. Und natürlich der Rückfall nach einer Abstinenzphase. Haben wir das nicht alle teilweise? Ja? Trifft es nicht auf uns alle zu? Also die Sache ist halt, man denkt halt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit ans Handy. Aber wenn man eine Weile mal nicht dran war, dann wird es halt immer schwerer, sich zurückzuhalten. Man will halt mal kurz gucken, was abgeht. Obwohl nichts abgeht, so niemand juckt irgendwas, so verpasst nichts. Aber so, man will kurz mal gucken. Guck jetzt zum Beispiel. Aber jetzt hat mir jemand geschrieben. Um diese neue Suchtform besser zu verstehen, beschäftigen sich Forschende erneut mit dem Belohnungssystem. Das spielt bei allen Süchten eine wesentliche Rolle. Aujourd'hui, die Neurowissenschaft ist sich heute einig, dass bei Personen, die eine Substanz- oder eine Verhaltenssucht entwickelt haben, das Belohnungssystem gestört ist. Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sind einfach anfällig dafür, süchtig zu werden. Also generell anfälliger als andere. Weil ich kann nur von mir sprechen jetzt, ich zum Glück nicht unbedingt. Bin bestimmt nach gewissen Sachen süchtig, aber so die klassischen Suchtmittel, so Zigaretten, gewisses Essen zum Beispiel. Bei diesen Sachen habe ich mich schon sehr gut unter Kontrolle. Also ich habe natürlich auch den Drang, wenn ich mal angefangen habe, aber ich kann mich da schon gut disziplinieren, dass ich das nicht mehr anfasse, wenn ich unbedingt will. Also wenn ich es mir so als Aufgabe setze. Aber dann kenne ich wiederum Leute, die wirklich gar nicht daraus kommen. Die können nicht aufhören zu rauchen. Die haben einmal angefangen und es geht nicht. Die brauchen das. Genau bei diesen Leuten zieht sich das auch durch andere Sachen durch. Und die können auch mit Kaffee nicht aufhören. Dann die spielen Automaten, also Spielautomaten können damit nicht aufhören. Ich habe das Gefühl, wenn jemand nach einer Sache krass süchtig wird, ist bei ihm die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er nach anderen Sachen süchtig werden kann. So extrem. Vielleicht irgendwie genetisch. Wie diese Störung genau aussieht, ob zu viel oder zu wenig Dopamin vorhanden ist, muss noch erforscht werden. Guillaume Siskus führt Experimente mit Spielsüchtigen durch, um zu verstehen, was im Gehirn von Suchtkranken passiert. Jemand, der süchtig nach einer Substanz oder einem Verhalten ist, fokussiert sich ausschließlich darauf. Alles andere wird unwichtig. Es ist also eine Störung des Belohnungssystems, die bei manchen Menschen dazu führt, dass sie immer mehr Zeit am Handy verbringen und irgendwann alles andere vernachlässigen. Evolutionär betrachtet hatte das Belohnungssystem sehr wahrscheinlich die Funktion, Verhaltensweisen zu fördern, die für das Überleben unerlässlich sind, wie Essen, Trinken und Sex. Heute hat er gerade das S-Wort gesagt. Das gibt es Verstärker in unserer Umgebung, die nicht überlebensnotwendig sind, wie die soziale Anerkennung durch Social Media. Diese sekundären Verstärker kapern unser Belohnungssystem und können Süchte erzeugen. Bis die Social Media-Sucht offiziell anerkannt wird, dauert es vermutlich noch Jahre. Dabei scheinen die negativen Folgen für die Gesundheit längst belegt zu sein. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook.
Ende 2021 gelangten interne Unterlagen von Meta Platforms, dem Eigentümer von Facebook, Instagram und WhatsApp, an die Presse. Eine ehemalige Mitarbeiterin, Frances Haugen, hat die vertraulichen Dokumente geleakt, die sogenannten Facebook-Files. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Yes or no, does Facebook have internal research indicating that Instagram harms teens, particularly harming perceptions of body image, which disproportionately affects young women? Yes, Facebook has extensive research on the impacts of its products on teenagers, including young women. Die Facebook-Files zeigen, dass sich 37% der weiblichen Teenager nach der Nutzung von Instagram schlechter fühlen. 66% der Erwachsenen erleben negative soziale Vergleiche. Und 23% aller Nutzer empfinden einen extremen Druck, perfekt wirken zu müssen. Ja, einerseits natürlich gut, dass man irgendwie angespornt wird, besser zu werden oder dieses Perfekt zu erreichen, was natürlich nicht erreichbar ist. Andererseits natürlich scheiße, dass man permanent unter Druck ist und vielleicht so unrealistische Sachen vermittelt bekommt, die gar nicht auf einen zutreffen. Erstens das, zweitens kriegst du vielleicht auch negative Meinungen ab oder hast generell Konflikte im Internet, weil wir wissen es alle, das Internet ist ein sehr giftiger Ort, ist einfach so. Menschen leben sich da komplett aus und in jeder Hinsicht, in jeder Richtung, vor allem auch in negative Richtung. Sie sagen vielleicht Sachen, die sie in der Öffentlichkeit einem ins Gesicht nicht sagen würden, zum Beispiel, weil sie dort anonym sind. Es gibt schon viele negative Punkte. Ich will Facebook jetzt nicht verteidigen, aber man kann halt im Endeffekt sagen, okay, das machen die alle. Alle Social-Media-Plattformen machen genau dasselbe. Alle stellen ihr Profit über das Wohl des Einzelnen. Genauso wie das die Firmen machen, die uns Essen verkaufen oder was auch immer. Also das zieht sich überall durch. Aber nur weil es andere machen, heißt es ja nicht, dass jetzt Facebook im Endeffekt gut ist. Also sie sind schlecht, aber sie sind alle schlecht. Gemeinsam. Händchen haltend. Stéphanie, première. Bonjour. Bonjour. Der Selbstwert ist ein genereller Indikator bei Verhaltenssüchten. Menschen mit geringem Selbstwert neigen eher dazu, Verhaltenssüchte zu entwickeln. Und das gilt auch für die Nutzung sozialer Netzwerke. Ah, das ist der Punkt. Menschen mit geringem Selbstwert heißt, nach meiner Erklärung von vorher, habe ich einen hohen Selbstwert. Interessant. Dem muss ich widersprechen. Nein, aber doch, wenn ich so überlege, kommt das hin. Ich will die Leute nicht schlecht reden, die in meinem Umfeld ein Suchtproblem haben. Einen geringen Selbstwert zu haben, dafür muss man sich nicht schämen. Daran kann man auch arbeiten, aber das haut hin. Wenn ihr jetzt auch mal überlegt, in unserem Umfeld, muss ich mir aufschreiben. Social Media spricht ein wichtiges Element im Aufbau des Selbstwerts an, den sozialen Vergleich. Für den Selbstwert förderlich sind Abwärtsvergleiche, also Vergleiche mit Personen, die uns unterlegen sind. Die boosten unser Selbstwertgefühl. Aufwärtsvergleiche hingegen, also Vergleiche mit Personen, die uns überlegen sind, schwächen den Selbstwert tendenziell. Da aber in den sozialen Netzwerken eher erfolgreiche und schöne Menschen zu sehen sind, ist es schwierig, Abwärtsvergleiche zu ziehen. Das klingt eigentlich voll scheiße, weil wir brauchen scheinbar Leute, die unter uns sind, gesellschaftlich, damit wir, oder vom Aussehen oder wo auch, in welcher Hinsicht auch immer, damit wir uns gut fühlen. Scheinbar was Natürliches, was in uns verankert ist. Und das kriegen wir halt nicht in der Menge, in der wir es wollen im Internet. Wir müssen halt immer hochgucken. Wir mögen es nicht hochzugucken. Wir gucken immer runter auf andere. Das trifft eigentlich ganz gut. Und durch die ständigen Aufwärtsvergleiche sackt unser Selbstwert nach und nach in den Keller. Na, der war auf Tinder unterwegs. Wir sehen, dass Handynutzung bei Personen mit Angststörungen überprüfendes, rückversicherndes, entlastendes Verhalten, aber auch Zweifel und Ängste verstärkt und somit die Angststörung aufrechterhält. Aussi le doute, la peur et du coup maintenir le trouble anxieux. Die
möglichen Folgen für die psychische Gesundheit sind heute gut erforscht. Doch welche Auswirkungen hat die Handynutzung auf unsere Gehirnstruktur, Leute, guckt nicht und unser hin. Verhalten? Ich darf aber. Viele sagen, Kinder könnten heute ihre Impulse weniger kontrollieren, weil sie so viel Zeit am Smartphone und in den sozialen Medien verbringen. Um diese Behauptung auf den Grund zu gehen, untersucht der Neurowissenschaftler Jason Shine eine Eigenschaft, die das Risikoverhalten fördert: die Impulsivität. Was ich aber an der Doku mag, zeigt Menschen, wie wir wirklich sind. Also nicht so ein anderes Bild von uns oder so ein geschöntes Bild, sondern wir sind halt auch irgendwo impulsiv, teilweise gestört und machen nicht immer alles richtig. Da ist mal eine Frau da, die irgendwie twerkt, dann ist da Adrenalin-Junkies und sowas. Also nicht unbedingt nur gute Sachen, die angesehen sind. Also die stellen die Menschen so dar, wie sie wirklich sind im Endeffekt. Das finde ich gut. Auch die eine Frau, die behauptet hat, dass wir Menschen halt, um unser Selbstwert zu stärken, gerne auf Leute runterschauen und uns nach unten hin vergleichen. Auch eine sehr realistische Aussage. Jetzt den Menschen selbst nicht so positiv darstellen, aber es ist halt die Wahrheit im Endeffekt. Er beobachtet dazu das Gehirn von Kindern und Jugendlichen im Kernspintomographen. Dieses Experiment aktiviert das kognitive Kontrollnetzwerk im Gehirn. Die kognitive Kontrolle findet überwiegend im präfrontalen Kortex statt, also an der Stirnseite des Gehirns. Die kognitive Kontrolle beruht auf einer Reihe von Systemen im Gehirn und eines davon verhindert unangemessenes Handeln. Das heißt, in einer Situation, in der Sie normalerweise impulsiv reagieren würden, sorgt die kognitive Kontrolle dafür, dass dieser Impuls unterdrückt wird und Sie stattdessen überlegt und zielgerichtet handeln. Wir sind soweit, Joe. Du kannst loslegen. Jason Shine und sein Team haben ihr Experiment zur Impulsivitätsmessung Raumfahrer getauft. Immer wenn die Testperson einen Planeten mit Kratern sieht, muss sie einen Knopf drücken. That's the go signal. Aber ab und zu kommt ein Planet, der statt Kratern Streifen hat. Oh, ehrlich gesagt hätte ich hier auch gedrückt, weil ich hätte gedacht, diese paar Punkte hier oben sind auch Krater. Ich wäre wohl durchgefallen durch diesen Test. Ich wäre nicht der geeignete Person, um da in der Studie teilzunehmen. Geistig zu beschränkt für sowas. Eine impulsive Person tendiert dazu, auch zu drücken, wenn ein gestreifter Planet erscheint. Ja, bei mir war es nicht unbedingt impulsiv, bei mir war es eher der Fakt, dass ich die Krater nicht von Nicht-Kratern unterscheiden konnte. Es geht darum, die Reaktion zurückzuhalten. Bei diesem Go-No-Go-Test wird die Fähigkeit gemessen, Handlungen zu unterdrücken. Während des Tests misst das Gerät die Verbindung zwischen dem Belohnungssystem, das zum Handeln motiviert, und der kognitiven Kontrolle, die die Handlung unterbindet. Wir haben festgestellt, dass der Pfad, der die Kontrolle mit der Belohnung verbindet und der es uns ermöglicht, unsere Reaktionen zu steuern, schwächer ausgeprägt ist bei Menschen, die mehr Zeit in sozialen Netzwerken und am Smartphone verbringen. Kurz, Menschen mit einem hohen Handy- und Social-Media-Konsum zeigen eine verminderte kognitive Kontrolle und eine gesteigerte Impulsivität. Komisch, weil meine Eltern sind eigentlich nicht aus der Handy-Generation und trotzdem hatten die sich nicht unter Kontrolle und ihre Impulse. Wie hätte wohl meine Kindheit ausgesehen, wenn die noch mit Handys aufgewachsen wären und sich noch weniger unter Kontrolle gehabt hätten? Mag es mir gar nicht ausmalen. Ist natürlich teilweise nur Spaß, also liebe meine Eltern, nichts gegen die. Aber nur teilweise Spaß. Damit sie können ihre Handlungen schlechter kontrollieren. Grund für diesen Kontrollverlust ist vermutlich eine jahrelange Smartphone-Nutzung in allen Lebenslagen. Mhm.
Viele Apps werden ganz bewusst entlang psychologischer Prinzipien entwickelt, die die Aufmerksamkeit binden und das Belohnungsverhalten verstärken, damit die Leute die Apps länger nutzen. Wahrscheinlich wirken sie auf das Gehirnareal, das für Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zuständig ist. Gleichzeitig neigen impulsive Menschen eher dazu, solche Apps zu nutzen und zu viel Zeit damit zu verbringen, bis sie süchtig danach werden. Je öfter und länger wir Social Media nutzen, desto weniger greift die kognitive Kontrolle gegen den Dopaminschub. Und kürzlich haben Forschende entdeckt, dass dabei noch ein anderer Botenstoff eine wesentliche Rolle spielt, das Noradrenalin. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir versuchen, nicht zum Smartphone zu greifen? Ich sag mal so, wenn ich keine Nachrichten bekomme und mein Handy so tot ist, dann wird es mir, glaube ich, nicht so schwer fallen. Ich sage es, was mache ich dann mit meiner Zeit, in der Zeit, wo ich halt keine Beschäftigung habe? Dann gehe ich vielleicht an den Laptop und gucke auf YouTube irgendwas. Also ich finde einen anderen Weg, mich irgendwie zu unterhalten. Aber was haben die Menschen damals gemacht, als es das alles nicht gab? Diese einfache Ablenkung. Was konnte man noch machen? In Kerzen gucken vielleicht, Kerzen anstarren. Aber wenn ich jetzt so eine Nachricht bekomme auf WhatsApp und dann nicht drauf zu gucken, das wäre für mich sehr schwer, mich da zurückzuhalten. Zwanghaftes Verhalten kann über die sogenannte kognitive Kontrolle gesteuert werden. Sprich, wir unterlassen das Verhalten. Wenn das Smartphone eine neue Nachricht anzeigt, unterdrücken wir den Impuls, sie sofort zu checken. Wir übernehmen die Kontrolle über unser Verhalten. Das ist eine Form der geistigen Anstrengung. Dabei kommt uns das Noradrenalin zu Hilfe, das die kognitive Kontrolle unterstützt. Noradrenalin ist ein Neurotransmitter, der in einer winzigen Region im Hirnstamm gebildet wird. Seine Wirkung wurde in einem Experiment mit einem Affen und zwei Hebeln demonstriert. Wieder so ein Ding. Irgendwas sagt mir, das ist kein echter Affe. Den einen Hebel musste der Affe nur leicht drücken, um ein kleines Glas Orangensaft zu erhalten. Bei dem anderen musste er extrem viel Kraft aufwenden. Aber dafür gab es ein großes Glas Saft. Oh. Könnte man nicht den kleinen Hebel, den leichten, so oft betätigen, dass es sich am Ende doch damit eher lohnt? Der Affe strengte sich natürlich lieber mehr an, um mehr Saft zu bekommen. Als ihm jedoch eine Substanz injiziert wurde, die den Noradrenalinspiegel senkte, entschied er sich dafür, sich weniger anzustrengen. Ach krass. Dieses Experiment verdeutlicht die zentrale Rolle von Noradrenalin bei der Steuerung von Anstrengung. Also dieses Noradrenalin sagt uns dann, okay, das ist was Gutes, dafür lohnt es sich, sich anzustrengen, und dann gibt dein Körper dir so einen Boost, damit du dich dafür anstrengst. Wenn wir es also schaffen, unser Smartphone zu ignorieren, dann, und dann reden wir alle noch von Noradrenalin. Reden wir noch von freiem Willen und wir können selber entscheiden, was wir machen und was nicht. Junge, alles ist vorprogrammiert. Wir haben Bock auf das Handy jetzt und unser Körper schüttet diese Signale aus, damit wir das benutzen. So, das sind so Sachen, die passieren unterbewusst, da haben wir gar keine Kontrolle drüber. Aber wird er sich wirklich gegen den starken Gegner Dopamin durchsetzen können? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was falsch verstanden. Ich dachte, die arbeiten zusammen. Dopamin und dieses Noradrenalin. Diese neu entdeckte Funktion von Noradrenalin zeigt die Vielfalt der Verbindungen und Botenstoffe in unserem Gehirn. Sie dienen dazu, den Dopaminkick zu beherrschen. Ah, okay, ja, ich habe es falsch verstanden. Wir verstehen immer besser, wie die digitalen Medien auf unser Gehirn einwirken. Doch die Forschung stößt auf Probleme, denn es gibt immer neue Apps und die Daten, die mehr über ihre Funktionsweise verraten, sind nur schwer zugänglich. Denn sie gehören den Tech-Unternehmen.
passiert auch alles zu schnell. So eine App kommt raus und innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren übernimmt sie die ganze Welt. Man hat im Endeffekt gar keine Zeit zu prüfen, was hat das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft und auf die Bevölkerung. Erst wenn diese Auswirkungen zu spüren sind, dann kommen wir dahinter. Und dann ist auch schon zu spät und bis dahin ist wahrscheinlich schon wieder irgendwas Neues rausgekommen, was die Welt übernommen hat. Wir haben jetzt jede Universität einmal durch, glaube ich. Das große Problem, dass Social-Media-Plattformen eine Blackbox sind. Wir haben als unabhängige Akademiker und AkademikerInnen haben wir keine Möglichkeit, auf die Daten der Plattform zuzugreifen. Momentan muss man sich vorstellen, es sind auf einer der Meta-Plattformen, also Facebook, Instagram, WhatsApp, sind über 3 Milliarden Menschen geschätzt unterwegs. Das ist ein unglaublich mächtiger Datenpool, den nur bestimmte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anzapfen können, nämlich die dort im Wesentlichen bei den Tech-Konzernen arbeiten. Denn die Plattformen haben interne Forschungslabors, die ständig Studien durchführen. Oft ohne Wissen der Betroffenen. So hat zum Beispiel das Facebook-Labor die Ergebnisse eines Experiments mit dem Titel Emotional Contagion veröffentlicht. Emotionale Ansteckung. Dafür manipulierten die Autoren den Newsfeed von rund 700.000 Usern. Eine Gruppe bekam mehr positive Beiträge zu sehen. Die andere mehr Beiträge mit negativer Stimmung. Wurden diese Studien an ausgesuchten Personen durchgeführt, die darüber Bescheid wussten, oder wurden diese Studien an x-beliebigen Menschen durchgeführt, die halt keine Ahnung davon hatten, so ganz normale Nutzer? Das wäre mit Sicherheit verboten, aber das hätten die ja safe nicht gemacht und veröffentlicht danach. Ergebnis? So. Wer mehr negative Posts erhielt, postete auch mehr negative Inhalte. Und umgekehrt. Ah. Das beweist, dass der Newsfeed von Facebook die Emotionen seiner User beeinflussen kann. Die hier unfreiwillig zu Versuchskaninchen wurden. Ich meine, unfreiwillig, krass, das ist verboten, safe. Obwohl in Amerika weiß ich nicht, ob es verboten ist. Hier wäre es wahrscheinlich verboten. Es macht ja Sinn, also das, was wir sehen, beeinflusst uns emotional, ist ja klar. Ob wir es auf dem Bildschirm sehen oder im echten Leben sehen, spielt keine Rolle. Wenn ich im echten Leben Trauer und arme Menschen sehe und Krieg und Verzweiflung, werde ich traurig. Wenn ich das auf dem Bildschirm sehe, genauso. Also das sollte ja klar sein. Der Aufruhr war deswegen damals sehr, sehr groß, weil ein Experiment gemacht worden ist an Facebook-Nutzenden, die überhaupt nicht darüber Bescheid wussten, dass sie Teil eines Experiments sind. Seit diesem Skandal von 2014 weigert sich das interne Labor von Facebook, seine Studien für die Wissenschaft zugänglich zu machen. Das aber wiederum ist ein großes Problem. Alles rausgefunden die sagen haben natürlich in der Zeit auf der einen Seite, ja, aber das ist, wir sind ein Privatunternehmen, ihr habt hier nichts zu suchen. Ich behaupte dagegen, die Tech-Plattformen sind so groß, dass wir sehr wohl als Öffentlichkeit ein Anrecht haben, darauf zu verstehen, was dort passiert. Und solange diese Schnittstellen zu sind, fürchte ich, dass wir nie Klarheit darüber bekommen, was dort wirklich passiert. Um an diese unverzichtbaren Nutzerdaten zu gelangen, müssen sich die Forschenden anders behelfen. Interview an Premier. Algorithm Watch ist eine gemeinnützige Forschungs- und Advocacy-Organisation, die sich mit Systemen der automatisierten Entscheidungsfindung beschäftigt. Das wird in der Regel oft mit Algorithmen oder künstlicher Intelligenz übersetzt. Also entscheidend ist vor allem die Algorithmen, die den Newsfeed der Nutzerinnen und Nutzer darstellt. Also darum, da geht es um die Frage, welche Inhalte werden sehr prominent dargestellt, sodass viele Menschen sie sehen. Um zu verstehen, nach welchen Kriterien diese Algorithmen Inhalte als relevant einstufen, nutzt die Organisation Algorithm Watch Datenspenden. Wir machen Datenspenden, guck mal, wo wir angekommen sind. Früher waren es Blutspenden, so normale Sachen. Jetzt spenden wir Daten. Früher war alles besser. Den Satz wollte ich schon immer mal gesagt haben. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mich jetzt so beschwert habe. Datenspendeprojekte, das heißt, wir rufen Menschen auf, freiwillig ihre Daten zu spenden. Dafür müssen sie sich ein sogenanntes Plugin installieren.
Algorithm Watch hat unter anderem untersucht, welche Art von Fotos der Instagram-Algorithmus priorisiert. Die Studie. Okay, priorisiert der Instagram-Algorithmus nackte Frauen, weil Instagram das so vorschlägt generell? Oder priorisiert er das, weil die Nutzer das eher liken oder eher draufbleiben auf diesen Bildern oder eher zu diesen zurückkehren? Sind wir das Problem da in der Hinsicht eher? Heißt Undress or Fail. Unsere Analyse hat dann ergeben, dass die Bilder, die nackte Haut zeigen, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hatten, in den Newsfeeds der Datenspenderin aufzutauchen. Männern ging es darum, ob sie in nackten Oberkörper auftreten, bei Frauen ging es darum, ob sie ein Bikini anhaben oder in Unterwäsche auftreten auf den Bildern. Mhm. Aber wie gesagt, woran liegt das? Liegt das, pusht Instagram das bewusst? Je mehr nackte Haut ein Foto zeigt, desto öfter erscheint es. Und es erzeugt natürlich Druck, dass vielleicht, man weil wir uns sich dem Instagram-Algorithmus sozusagen beugt. Sich im Bikini zu zeigen, sich in Unterwäsche zu zeigen, um sozusagen erfolgreich auf Instagram zu sein. Eine wichtige Studie, die verdeutlicht, was dieser Algorithmus mit unserem Selbstwertgefühl macht. Meta-Plattforms war übrigens not amused. Uns wurde dann von Facebook ein Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien vorgeworfen, mit der Ankündigung, dass man formellere Schritte einleiten würde, sodass wir tatsächlich dieses Projekt beendet haben, auf Druck von Facebook hin. Während die großen Tech-Konzerne alles dafür tun, um ihre Algorithmen geheim zu halten, wünschen sich immer mehr Menschen, mit ihrem Smartphone bewusster umgehen zu können. Aber was können wir konkret tun, um unser Handyverhalten in den Griff zu bekommen? Manchmal hat man wirklich den Drang, einfach so alles stehen und liegen zu lassen, Handy, Internet und einfach irgendwo auf einem Berg zu leben als Selbstversorger. Oder ist es nicht so, die ganze Zeit präsent zu sein, die ganze Zeit erreichbar zu sein, das ist so ein Druck. Der wird einem nicht mal immer bewusst, aber manchmal, wenn einem der bewusst wird, dann denkt man sich so, was ist das alles? Meiner Erfahrung nach ist eine der wichtigsten Entwöhnungsstrategien, die Signaltöne der Benachrichtigungen auszuschalten. Ja, auf jeden Fall so unnötige Apps safe. Diese Töne konditionieren uns. Ich entscheide. Ohne Spaß, ich erlaube es nicht, dass irgendeine unbedeutende App mich daran erinnert, dass ich lange nicht auf der App war. Sowas muss ausgeschaltet werden. Ohne Spaß. Dieses Handy hat mir nicht zu sagen, wann ich es zu benutzen habe. Hast du mich verstanden, Handy? Versteh mich aber nicht falsch. Ich liebe dich trotzdem irgendwie. Na, Hassliebe. Wie gesagt, nur wichtige Sachen sind auf laut. WhatsApp, Anrufe, das war's. Mehr nicht. Vielleicht so Terminerinnerungen. Oder wann ich ans Handy gehe. Nicht irgendein Ton. Starke Ansage. Ein anderer Tipp, wenn du dich konzentrieren musst, zum Beispiel in der Schule, leg das Handy weg. Leg es in deine Tasche oder in einen anderen Raum. Wir wissen aus Studien, wenn es nicht auf dem Tisch liegt, ist unsere Aufmerksamkeit deutlich höher. Solche kleinen Strategien können einen großen Effekt auf unsere geistige Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. Darüber hinaus gibt es interessante Experimente, die zeigen, wenn ich mein Smartphone auf Grau stelle. Das heißt, die Farben rausnehme, wird Social Media weniger interessanter. Das heißt, die Leute fangen an, weniger das Smartphone zu nutzen. Man kann nicht zwei Dinge auf einmal tun. Solar, TikTok. Und deshalb müssen wir uns für ein Verhalten aus einer nicht unwesentlichen Menge an Möglichkeiten entscheiden. Ein Tag hat einfach nur 24 Stunden. Und mehr Zeit mit Freunden heißt weniger Zeit fürs Handy.
Ist so. Jetzt überleg mal, wenn du dir vorstellst, okay, rausgehen, was unternehmen, Sport machen und sowas. Okay, bei Sport machen kann man Handy mitnehmen. Sagen wir, du willst so eine Mountainbike-Tour mit Freunden machen. Aber entscheidest dich dagegen, weil es zu Hause gemütlicher ist und du kannst so, es ist einfach, du hast da mehr Dopamin-Kick. Du hast da dein Handy, du hast den Fernseher, du hast deine Ruhe. Dann neigst du vielleicht eher dazu, dich dafür zu entscheiden, obwohl du von dem anderen vielleicht irgendwie doch mehr hättest. Mehr Spaß, mehr Mountainbike, mehr Gangschaltung, mehr Kurven. Kann man Mountainbiken gut reden? Mir fällt gerade nichts ein. Also du hättest halt mehr Spaß so in der Gemeinschaft und du erlebst was. Ihr versteht schon. Aber ich denke jetzt nicht, dass das Handy selbst so eine Sache ist, wo die Leute sich dann sagen, nee, ich unternehme heute nichts, weil ich will am Handy sein zu Hause. Aber so ein unterbewusstes Ding, so, du kannst dich zu Hause so gut ablenken, dass du gar keinen Bock mehr hast, draußen vielleicht Sachen zu unternehmen oder sowas Bedeutendes zu machen, weil du zu Hause halt alles haben kannst. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, weil ich bin gerne zu Hause. Vielleicht auch deswegen. Ich beschäftige mich gerne mit mir selbst. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich die ganze Zeit am Handy bin. Ich forsche Sachen nach. Ich versuche irgendwie mir Sachen aufzubauen, voranzukommen in gewissen Dingen. Ich denke schon, dass ich die Zeit positiv nutze. Die jedoch weder die Politik, das wäre ihm nicht passiert, wenn er zu Hause geblieben wäre an seinem Handy. Warum sollten wir uns ändern? Die Tech-Konzerne müssen sich ändern. Ich glaube, das wäre das potenteste Mittel, das Systemdesign zu verändern. Plattformen zu verbauen, so mit weniger Elementen, die suchtbefördernd sind. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Und da würden wir einen deutlich höheren Hebel haben, um Probleme zu lösen. Ich sage, restart Social Media. Wir müssen Social Media neu beginnen und darüber dringend diskutieren. Wie sieht eine gesunde Form von Social Media aus? Die Regulierung von Social Media Plattformen ist ein schwieriger Prozess. Deshalb sollte jeder für sich den richtigen Umgang mit diesem Gerät finden. Sind Daten auch Macht mittlerweile, Nutzerdaten und sowas, das ist pure Macht, unendlich viel Geld gleichzeitig auch und jede Social-Media-Firma ist verzweigt mit der Regierung von dem jeweiligen Land, weil das Land hat auch einen Nutzen von den Daten, also die arbeiten da schon zusammen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wer soll es dann verbieten, wenn beide unter einer Decke stecken sozusagen? Wir könnten es verbieten, indem wir Mistgabeln nehmen und Fackeln und das Headquarter stürmen. Wenn dann halt bloß erschossen ist, so der einzige Nachteil an der Option. Ohne geht es nicht mehr. Und das bedeutet, das Handy auch mal wegzulegen. Es einfach nur als nützlichen Gegenstand zu betrachten. Denn mehr ist es nicht. Ja, es müsste halt wirklich einfach nur einen Nutzen für uns haben im Sinne von, ich benutze es, um irgendwie positiv in irgendeiner Sache voranzukommen. Ich google schnell was, ich hole mir Informationen, ich telefoniere schnell, um wichtige Sachen zu besprechen. Aber nicht unbedingt als Mittel zur Zeitverschwendung sozusagen, aber das wird nie passieren. Und das ist halt die Frage, wenn wir unsere Zeit nicht damit verschwenden, nutzen wir sie dann wirklich positiv oder verschwenden wir sie mit irgendwas anderem, was wir dann finden? Liegt halt in unserer Natur, uns gerne abzulenken. Wir finden immer einen Weg mit irgendwas. Phones, die schlauen Alleskönner. Sie machen nicht nur vieles möglich, sondern haben nun einmal auch Risiken und Nebenwirkungen. Es liegt also an uns, nicht auf die Tricks der Apps hereinzufallen. Das stimmt. Liegt immer in unserer eigenen Verantwortung. Ich meine, keiner zwingt uns, das zu nutzen. Die versuchen uns nur zu manipulieren, so wie vielleicht dein Partner oder dein Ex-Freund dich versucht zu manipulieren und du musst standhaft bleiben und dein eigenes Ding durchziehen. So sieht's aus, Leute. Also, wieder mal was gelernt und bis zum nächsten Mal.